Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner Prospekte-Review-Reihe 2014. Heute geht es mal um den SB Möbelboss und diesmal auch nicht einfach von irgendeiner Homepage abgefilmt, sondern richtig den originalen Prospekt, wie den der ein oder andere vielleicht auch im Briefkasten hat oder bei sich zu liegen hat. Erstmal hier die erste Seite. Das Einzige, was hier erstmal zu finden ist, sind zwei Feuerwerksartikel. Und zwar haben wir hier einmal einen Raketensortiment, Angel Hearts oder Hearts heißt das Ganze. Ja, was sehen wir hier? Ein Haufen Zerlegerraketen auf jeden Fall, die ganzen Klassiker, Flash, Turbo und so weiter. 10 Raketen insgesamt für einen Preis von 7,99 € eigentlich vernünftig. Kann man sich ruhig mal mitnehmen. Und als zweites eine 100 Schuss ja, Leuchtkugelbatterie für 3 Euro. Ja, Leuchtkugelbatterien sind ja jetzt nicht so besonders, aber 3 Euro ist noch ein ganz vernünftiger Preis, meiner Meinung nach. Ja, und wenn wir das Ganze einfach mal jetzt umblättern auf die letzte Seite, haben wir dann das restliche Feuerwerksangebot. Ist an sich nicht viel, aber an sich ganz nette Artikel dabei. Hier oben gleich erstmal ein Jungfeuerwerkssortiment mit dem Namen Kids Mix. Ja, kostet 3,99 €. Was haben wir hier? Zweimal Speedy, einmal Irrlichter, einmal Blitzcracker und einmal Riesenknall. Teufel, also große Knallerbsen. Insgesamt 66 Teile für 4 Euro. Auf jeden Fall ein ganz vernünftiger Preis. Kann man sich ruhig mal mitnehmen. Dann ein ja, Vulkanverbund. Und zwar ist das der Vulkanverbund Athen von Nico. Sind drei Vulkane mit silbernem Effekt und einer roten Basis, ähnlich dem Moonlight von Pyroart. Ja, an sich ganz nett, sind jetzt nicht die größten Vulkane, aber sieht an sich ganz cool aus. Wobei ich aber 10 Euro fast schon wieder ein bisschen teuer finde. Ist vielleicht an sich ein ganz guter Preis, aber 10 Euro bin ich ehrlich gesagt nicht gewollt, das dafür auszugeben. Ja, dann ein weiteres Raketensortiment, Sky Concert, ebenfalls wieder ein Raketensortiment von Nico. Auch hier wieder zu sehen die ganzen klassischen Raketen wie Blast, Turbo, Flash und so weiter. 16 Raketen insgesamt und kosten tut das Ganze 15 Euro. Ja, 16 Raketen, 15 Euro ist okay, wobei ich sagen muss, da gibt es glaube auch bessere Sortimente, auch gerade von Nico bessere Sortimente und vor allem günstigere Sortimente. Aber es geht noch. Ich sag mal, solange der Preis pro Rakete nicht teurer als 1 Euro ist, ist das eigentlich noch ein ziemlich guter Preis. Gut. Dann hier oben der China-Böller D-Schinken, 80 Stück von Pyropartner. Für 5 Euro auf jeden Fall ein vernünftiger Preis. Kann man nichts gegen sagen. Dann ein Leuchtsortiment. Showtime heißt das Ganze. Ja, wir haben hier zwei von diesen Pearl-Fontänen, einmal Purple Pearl und Green Pearl oder wie die heißen, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Dann Saturnkreise, ein paar Vulkane, irgendeine andere Fontäne und die 1001 Silbertaler. Ja, für 8 Euro ganz nett eigentlich, muss ich sagen. Dann ein weiteres Raketensortiment, beziehungsweise ein Familiensortiment. Und zwar ist das Rio Grande. Ja, ein Sortiment mit 5 Raketen, alles Zerlegerraketen, Turbo und was haben wir da noch? Blast haben wir da, glaube ich, noch. Ne, Burst, sorry. Ja, auf jeden Fall alle Zerlegerraketen. Ja, kostet 10 Euro, 16 Teile. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen teuer, weil so berauschend ist der Inhalt nur auch nicht wieder, dass man dafür 10 Euro verlangen kann. Wir haben halt noch ein paar Böller, Vulkan, zwei römische Lichter, einen Vogel und noch eine Fontäne. Zu den 5 Raketen dazu, weiß nicht, also 10 Euro finde ich ein bisschen teuer, würde ich mir nicht kaufen. Dann ein ja, weiteres Familiensortiment, und zwar heißt das Ganze Big Mix. Hier besonders ist, dass es sich hier um andere Nico-Raketen handelt, also nicht diese typischen, wie ich sie eben schon erwähnt habe, sondern solche Raketen, wie man sie zum Beispiel auch aus dem Norma, aus diesem Jewels of Light oder Jewels of Fire
Sortiment kennt, also diese großen, richtig großen Raketen mit runder Plastikkappe. Und dann noch ein paar andere Raketen, ein paar andere Kombinationen von Flash-Raketen, so wie ich das hier erkennen kann. Ist auf jeden Fall nicht so ein typisches Standardsortiment von Nikko. Sind mal ein paar andere Raketen dabei. Hat dementsprechend aber auch einen vernünftigen Preis. Also 17 Euro ist schon ganz schön viel, finde ich. Wobei es noch geht. Ansonsten halt so, bis auf die Raketen haben wir ja noch ein paar K.O.-Schläge, beziehungsweise sind das ja auch einfach nur Super Böller 2. Ja, eine Fontäne oder ein Abschussrohr, weiß ich gerade gar nicht genau, was das ist. Ein paar Vögel noch, Vulkane und Fontänen. Wie gesagt, 17 Euro ist schon ein bisschen teuer, aber man hat ja halt im Großen und Ganzen Artikel, die man sonst in den normalen Familiensortimenten von Nico nicht hat. Ja, dann noch zu den Batterien. Da haben wir einmal hier oben von Pyropartner die Ilios. Ja, das ist eine kleine Batterie, 49 Schuss, ohne Zerlegereffekte. Alles solche ja, ruhigen Effekte, sage ich mal, Schütteffekte. Teilweise dazwischen auch solche Sonnenwirbel oder Helioswirbel. Ja, ist ganz nett, 8 Euro ist auch ein ganz vernünftiger Preis. Ist halt nichts Lautes, eher was für zwischendurch oder zum Aufwärmen so. Und eher weniger was für 0 Uhr. Dann, ja, eine Fächerbatterie, Quickstep von Nico. Das ist eine Feuertopfbatterie in Fächerform, immer 4 Schuss im Fächer. 32 Schuss insgesamt, steht ja glaube ich auch drauf. Ja, 8x4 Schuss insgesamt. Ja, also wie gesagt, reine Feuertopfbatterie, eigentlich ganz, an sich ganz schöne Effekte dabei. Wer sowas im Feuerwerk braucht, ist damit auf jeden Fall beraten. So einzeln finde ich es aber ein bisschen langweilig. Aber 13 Euro ist ja eigentlich ein ganz vernünftiger Preis. Dann noch zum Schluss ja, das Highlight schlechthin, würde ich sagen. Und zwar die Out of Limits. Ich denke mal, die ist ja jedem bekannt. Gibt es sowohl im Norma als auch im Netto mit dem Scotty. Aber so günstig gibt es die nirgendwo. Bei Norma glaube ich, oh, ich will nicht lügen, aber ich glaube 24 oder 25 Euro in dem Dreh kostet die da. Bei Netto mit dem Scotty kostet die 21 oder 22 Euro und hier 20 Euro. Also günstiger bekommt er die definitiv nirgendwo. Wer hier den Möbelboss bei sich in der Nähe hat und ja, unbedingt die Out of Limits sich holen will dieses Jahr, sollte unbedingt mal da ranfahren, weil ja, 20 Euro ist echt ein krass günstiger Preis. Ja, das war es dann auch schon gewesen. An sich halt. Wie in den vergangenen Jahren auch wieder Nico. Auch jetzt nicht unbedingt das größte Sortiment, aber an sich so von den Artikeln her eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Es sind zwar teilweise ein paar Artikel dabei, die mir nicht so gut gefallen, aber im Groben und Ganzen eigentlich kann man da mal vorbeischauen. Ist, weiß nicht, also mir gefällt's, sagen wir es mal so. Ja, das war dann auch der dritte Teil jetzt schon gewesen. Ob es einen vierten Teil gibt, muss ich mal sehen, weil größtenteils wurde ja eigentlich schon alles vorgestellt. Falls es einen vierten Teil noch geben würde, dann ist das ja so ein Tipps- und Tricks-Teil, sag ich mal. Das heißt, ich habe dann hier eigentlich so alle meine Prospekte zu liegen, die ich so bekomme von den Läden, die ich in der Nähe habe. Und dann wird es halt so ein Kauftipp-Video geben, wo ich einfach die Prospekte nur auf, ja, auf Tipps oder auf gute Angebote durchsuche und jetzt nicht auf jeden Artikel einzeln eingehen werde. Muss ich mal sehen, ob ich das mache, aber das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Die wurde mal von einem, ja, von einem Pyro-YouTuber gestellt oder wurde mir mal unter die Kommentare geschrieben. Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Muss ich mal sehen, ob ich es umsetze. Ansonsten war das jetzt erstmal der dritte Teil. Ich wünsche euch noch schöne, ja, restliche Feiertage. Ja, und einen angenehmen Tag noch. Ciao.